So, ich bin da und die Blechdose ist ebenfalls da. Ich auch. Du bist die Blechdose. So, das mit der Hauptquest ist, sind wir gleich sofort fertig. Ich glaube, die Gegner sind absolut keine Gegner für uns. Wir sollen hier nur irgendwelche Abscheulichkeiten töten. Ich weiß wieder nicht, wo das ist, aber ich befürchte, dass es urweit weg ist. Ich wollte das auf jeden Fall noch machen. Übrigens habe ich eigentlich schon gesagt, dass das in vielen Kommentaren steht drin. Ey, du warst da in Orten, da war ich noch nie. Ja? Ja, weil wir so viele Nebenquests gemacht haben. Als hätten viele Leute einfach nur durchgelaufen. Und wir haben ja bis jetzt, glaube ich, bis auf diese eine Nebenmission da in diesem Kühlschrank da, haben wir ja alles gemacht. Weil da, das war doch das Ding, was auf wie viel Level 8 war und mir ist dann aufgefallen, dass das dafür da stundenlang rennen muss. Das war, glaube ich, bis jetzt das Einzige, was wir nicht gemacht haben. Obwohl, das war aber der erste Mal, wo wir Warlands 1 gespielt haben, war es genauso. Da haben wir bis kurz vor Schluss haben wir alle Nebenmissionen gemacht, dann war es uns zu doof, wir wollten einfach nur das Spiel durchspielen. Ja. So. Ja, eigentlich brauchen wir, also wir brauchen gegen die Gegner gar nicht mehr schießen, das muss ja, das ist lächerlich. Ja, guck mal jetzt hier, ich kann die im Nahkampf mit Einschlag umboxen. Das ist geil, oder? Ja, wo müssen wir denn eigentlich hin? Also ich guck mal auf der Karte. Zack. Wir müssen. Folgen wir, glaube ich. Das ist, glaube ich, richtig. Und tot. Ja, ich hoffe, du hast Spaß. Ich bemühe mich in der Zwischenzeit hier voranzukommen. Deine Engel sind... Nee, deine Flügel, so rum. Deine Flügel sehen cool aus. Ja, ich bin ein Engel, ich weiß. Warte, ich kann so... Naja, ein Todesengel. Guck mal, ich habe wieder Flügel. Ich muss dafür nur was töten. Ich weiß gar nicht, ob die Dauer... Wie lange hält denn das an? Ich glaube, ich muss da immer, wenn ich was töte, 5 Sekunden oder so. Todeslaute. Was? Todeslaute? Hat er gerade Todeslaute gesagt? Also einfach ganz stumpf Todeslaute. Der ist Goliath. Super Typ auf jeden Fall. Aua. Nicht mal die Fässer machen hier schon. So, wir sollen. Ja. Sag mal, was hier unten sollen wir töten? Welche ist der. Töte Dr. Setz Abscheulichkeiten. Oder ist das hier oben auf dem Dach? Weil ich sehe hier keine Abscheulichkeiten. Du? Oh ja, ich sehe dich. Ja, super, aber ich bin so abscheulich bin ich nur doch nicht. Warum komme ich nicht von Dr. Z? Ja, ey, du Munitionsdieb. Ja, war aber irgendwie... Schrotflinte, ja, Schrotflinte hätten wir viel öfter benutzen sollen. Weil, oh, guck mal, ein Echo-Recorder. Enthüllt die verlorene Geschichte in Pandoras, warte mal. Nun, im Nachhall des Krieges des Firehawks gegen die Bloodshots verstehe ich endlich. Der Firehawk ist überall. Der Firehawk ist ein Gott der Gerechtigkeit. Ein Gott der Vergeltung, des Zorns, des Todes und der Schönheit. Ich werd hier angelaufen. Nee, das bist du. Ich sag nicht vor. Also wenn wir es hier nicht schnell finden, dann würde ich sagen, dann drehen wir auch gleich ab. Das ist nochmal eine Feuerwaffe? Das kennen wir doch schon, oder? Das mit dem Firehawk, ja, auf jeden Fall. Ich dachte doch nur, dass das hätte ich vielleicht noch nie gesehen, was lag hier in so einer Ecke. Oh, der Bettastücher hält tatsächlich 3 Schuss aus. Das ist ja unglaublich. Boah, ja, der nee. Wahnsinn. Ja, und ich hab... Nee, der hält sogar deutlich mehr als 3 Schuss aus. Ich treffe bloß nicht richtig. Ja, ich glaube, ich habe keine Ahnung, wo wir eigentlich hin müssen, also. 94er Sniper. Warte, habe ich nicht 1000 irgendwas? Warte mal, jetzt ist er 1231, hervorragend. Ja, das ist ja... Also das ist die einzigen Gegner, die wir begegnen werden, die stärksten sind, glaube ich, die von der Mission, aber irgendwie... Also die zielsuchen die Geschüsse? Ich glaube, deine Granaten, wa? Nee, die sind auch nicht zu. Ich habe mich nur gerade gefragt, ob meine komische Waffe hier... Hä? Ob meine komische Waffe zielsuchen ist, aber ist er auch nicht. Ach man, die machen, glaube ich, nicht mal Schaden, weil die schießen... Auf mein... Doch, die machen Schaden, aber nicht viel. Die bringen einen Erfahrungspunkt pro Toter. Cool. Also wenn wir hier Level 50 werden wollten, würde es eine Weile dauern. Ich glaube mal, du kannst ja irgendwie... Jetzt stehe ich hier fest. Du kannst dich ja irgendwie ein bisschen Spaß machen. Ich laufe mal umher und suche mal, wo es hier lang geht. Ja, aber Moment mal, da hinten waren wir auch schon. Wir müssen irgendwo da hoch in der Mitte, glaube ich. Aber wie kommen wir da hin? Also da. Warte mal. Karte. Kartenausgang. Toll. Ja, das ist... Wie war denn das? Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir da oben schon mal waren. Also wir waren hier überall schon mal, aber explizit an der Stelle.
Hm, hier würde ich nicht runterspringen. Das sieht so tödlich aus. Ja, wollen wir es sein lassen, hier irgendwelche Abscheulichkeiten zu töten? Machen jetzt einfach schnell die Hauptmission, Ende, dann ist gut. Ja, können wir machen. Ah, ich hätte gerne noch ein paar Abscheulichkeiten getötet. Aber anscheinend sind die Abscheulichkeiten heute aushäusig. Deswegen können wir da leider nicht machen. Schützengewehr. Welche Taste gibt denn das? Was ist denn hier? Da, da unten müsste der Reisepunkt sein. Ich glaube, wir müssen jetzt nach Sanctuary, wenn ich mich nicht komplett irre. Ah, die kann ich kaufen. Bescheidener Laden, du bist auch so ein bescheidener Laden. So, wir sollen nach... Verdammt, ich muss ja mal die andere Quest auswählen, sonst geht das hier auch gar nicht. Verdammt, ey, ich bin so raus im Balance. Notiz an mich, töte 10 Zwerge. Achso, genau, das war der Mist. Das haben wir nicht, Tierrettung, Futter haben wir nicht gemacht. Und der verlorene Schatz hier nicht. Naja, gut, da haben wir aber was. Der fehlende Schatz der Schatzkarte. Ein Lagerhaus am Ufer. Caustic Caverns. Ja, Stufe 26 ist banal. Das können wir auch direkt lassen. Also, das ist... Vor allem die Story-Mission. Story. Die ist auch nur Level 26, Level 28. Also, irgendwie sind wir schon wieder ein bisschen... Naja. Haben ein bisschen zu hohes Level erreicht. Habe ich das Gefühl. Finde den ganzen Spaß hier. So. Datum. Achso, wir müssen erst. Jetzt kann. Nicht deine goldene Schlüssel übrigens benutzen, ne? Weil. Nee, das sollte man am besten machen, wenn man einen Level 50 Charakter hat. Weil in dieser Truhe. Das haben wir doch damals auch völlig falsch gemacht. Ich wusste, ich dachte, jeder Charakter hat eine goldene Schlüssel. Weil irgendwie in dieser Truhe sollen die besten Gegenstände drin sein, die möglich sind. Das heißt, in dieser Truhe ist. Mein, verdammt. In dieser Truhe ist, wie gesagt, die sollte man sich aufheben, bis man das maximale World Hunter Level erreicht hat, oder wie auch immer. Okay. Ganz toll. Hallo, Thanis. Du musst nichts für mich tun, außer auf Abstand zu bleiben. Wir können ja nochmal für die finale Schlacht vorbereiten, aber ich wüsste eigentlich nicht so richtig, wie, inwiefern. Wir könnten noch stundenlang an der Slotmaschine rumspielen, aber sonst sehe ich da gerade nicht so viel. Oh, hallo, Mordecai. Keine ich habe 10. Hm? Ach, egal. 10 goldene Schlüssel. Jetzt ist Schluss. Hm. Raketenwerferschaden plus 14%. Na toll. Das ist beide genau gleich viel wert. So. Jack, Lilith und der Krieger sind am Heroes Pass. Und dahin gehen wir jetzt. Das ist der letzte Kampf, Amigo. Wenn du dich vorbereiten musst, dann jetzt. Sieh dich in der Stadt um. Diese Leute haben nicht viel. Aber sie wollen dir helfen. Ah, toll. Hyperion hat den Eingang zum Heroes Pass verriegelt. Geh zurück zu Claptrap. Du brauchst ihn, um den Weg für dich freizumachen. Brick und ich treffen dich, sobald du drin bist. Sieg oder Niederlage. Wir beenden das gemeinsam. Für Bloodwing. Für Roland. Für Pandora. Hm, naja. Ach, verdammt, das ist wieder die Tür, wo man rausfallen könnte. Mal sehen, ob was Thanis was Schönes für uns hat. Hallo. Obwohl ich normalerweise Probleme habe, meine Gedanken in Worte zu kleiden, die dich nicht total verwirren oder anekeln, habe ich nun das Gefühl, dass meine mentalen Prozesse überraschend konzentriert sind. Ich habe nur zwei Worte für dich. Die vielleicht wichtigsten zwei Worte, die je auf Pandora gesprochen wurden. Töte Jack! Toll, und jetzt? Das könnte dir bei deinen Bemühungen helfen, ein irrsinnig großes Loch in Jacks Gesicht zu hinterlassen. Okay, also Thanis hat mir gerade zumindest gerade so einen komischen Stein in die Hand gedrückt, der minus 20% Abklingzeiten macht auf die Fähigkeiten. Okay. Was jetzt nicht unbedingt besser ist, weil man aktueller Stein macht hat. Ich glaube, ich nehme das Ding rein. Guck mal, 20% Abklingzeiten ist schon nicht schlecht. Aktuell hatte ich halt drin, dass ich... das macht richtig einen Unterschied. Okay. Naja, also ich habe vorher so ein Ding drin gehabt, das macht mehr Schild. Und ich glaube... Na, ich denke, den Bug hatten sie gefixt. Das mit dem Menü, dass man ab und zu mit der Maus durcheinander kommt. Ja, ich habe nämlich sonst Schildkapazität plus ungefähr 20% drin. Obwohl, es ist noch nur 300 Lebensmittel. Ich dachte, es wären 800. Na gut, dann mache ich mal doch das andere Ding rein. Mann, dieses Menü... Alter, du verteilst immer noch deine Badass-Punkte, die du hast. Man muss dazu sagen, dass Poli, der hat jetzt 10 goldene Schlüssel und noch irgendwie mal 20, 30 Badass-Punkte gekriegt, weil er zwischendurch und die eine Waffe mal verschwunden ist. Ich leider nicht, aber 10 goldene Schlüssel. Du kannst übrigens diese goldenen Schlüssel und so, die verteilen regelmäßig, verteilen die auf Facebook welche, also das ist, die man auf könnte Facebook? Davon die, naja, die, also Facebook, Twitter, sonst so verkünden die halt immer so eine Keys für diesen... Gibt ja noch diese Ingame-Community und da kannst du in so einen Krieg eingeben, der ist ein paar Stunden gültig und dann kriegst du auch einen goldenen Schlüssel. Hat nur das Set. Worte sind nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Dennoch möchte ich dich wissen lassen, dass ich dich unterstütze. Jack hat mich aus meinem Haus in Firestone geworfen. Und es wird Zeit, dass er bekommt, was er verdient. Hier, dachte, du könntest es gebrauchen.
Na toll. Also Dr. Zed hat ein ziemlich dünnes Schild gehabt in der Tasche. Oh, toll. Ja, so ein 3000er oder so, so ein ganz lächerliches. Also wirklich, das ist ganz was, 3000er? Nein, 2000. Mir fällt gerade auf mein ganzes Inventar vor, ich sollte vielleicht vorher verkaufen, bevor ich den Jack in den Krieg ziehe. Ja, was hat er, ich glaube, welches hat er mir gegeben? So ein blaues hier, das hier. Das heißt einfach nur Schild. Also das hat nicht irgendwie so einen tollen Namen wie Code, Wow, Booster-Schild, sondern einfach nur Schild. Schild. 2431 kann es. Wenn dieser Kammerjäger vorbeikommt, sag ihm alles Liebe von mir, okay? Was? Oh nein, das werde ich nicht machen. Ich meine alles Gute, Scooter. Oh. Okay, das ergibt mehr Sinn. Hey, und wenn wir es nicht schaffen und wenn Jack seinen Krieger weckt oder so, dann sag mal, dass ich sie liebe. Oh, Himmelmädel, das weiß sie doch schon. Ketchup familiäre Versöhnung! Ja! Und wer hat denn Catch-Komplex? Machst du das immer? So, egal, ich rede mal mit ihm. Oh, hey Mann! Ellie und ich haben gerade über dich geredet. Jetzt sieh zu, dass du lebend zurückkommst, ja? Und wenn's geht, dann bring bitte Jacks Kopf auf einem Spieß mit. Okay? Was Mutter sagte, ich will den Schädel dieses Wichsers aushöhlen und Nachos daraus essen. Ah ja. Oh, Mann, ey. Vergessen. Ellie und ich haben was für dich. Hoffe, es hilft. Granatmund mit 1248 Schaden, sechsfach. Ja, ich bin voll, du musst den holen. Ich kann da leider nichts machen. Was? Ja, ich hab so viel Zeug eingesammelt, ich muss jetzt einfach zum Laden. Du kannst von mir so Scooter laufen und seinen komischen Granatmod da nehmen. Danach müssen wir dann halt zu Claptrap und ihnen da erklären, dass es jetzt final losgeht und wir absolut zerstören werden. Achso, und so eine, man kann auch neben so einen goldenen Schlüssel kann man auch noch so eine... Meine Waffenautomaten schaffen Abhilfe. Neben goldenen Schlüsseln kann man sich auch... Nee, ist das scheiße. Kann man sich auch so eine Skins, also es gibt noch speziellere Skins, die kriegt man auch durch diese Codes, die da halt ab und zu mal verkündet werden, ganz stolz. Okay. Schon, Raketenwerfer schon. Noch ein paar Klassmods. Damals war es nicht so. Was ich hier nicht alles habe. Möchtest du nicht auch mal was erzählen? Ich bin hier die ganze Zeit, ich bin gerade voll auf konzentriert, was ich verkaufen darf und was nicht. Ja, ja, ich auch, die ganze Zeit schon. Überleg die ganze Zeit hier, wie ich es am besten mache. Was ich verkaufen kann, was nicht. Ich bin irgendwie ganz schön raus hier aus Borderlands. Ja. Ich muss erstmal wieder rinkommen. Daran, dass wir selten spielen. Ja, wir, vor allen Dingen ist heute Nacht ist das zweite Addon rausgekommen. Mr. Torch Campaign of Dingsbums. Falls du nicht weißt, Torch ist die Waffenfirma, die Waffen verkauft, die immer Explosionsschaden haben. Ah, okay. Da gab es auch auf. Ach ne, die Seite kennst du nicht. Es gibt eine Seite namens Reddit. Da posten, kannst du zigtausend Zeug posten. Hm? Und da gibt es auch so eine Unterabteilung, die heißt Ask me I'm blablabla, ask me anything. Also I'm, zum Beispiel Obama hat da sogar mal so ein Ding gemacht. I'm Obama, ask me anything. Dann kannst du halt den Leuten Fragen stellen. Meistens so für 2-3 Stunden. Da haben sie halt ein Designer war das, den Storyschreiber, der hat dann halt diesen Mr. Torch gespielt und mal Fragen beantwortet. Eine Frage war zum Beispiel, warum gibt es keinen Sniper mit Explosionsschaden? Die Antwort darauf: Naja, wenn du aus 100 Meter Entfernung jemand mit einer Explosion erschießt, dann spürst du gar nicht mehr die Splitter auf dein Gesicht. Das ist doof. Das will ich nicht. War auch gut. Da waren noch ein paar andere lustige Sachen dabei. So, ich guck gerade. Sensemann. Ja, ich habe ja schon das ideale Buch für mich. Mehr Feuerschaden, 4 plus Phoenix-Skill, 3 plus Sensemann, Alter. Also irgendwie mein Vergangenheit. Ich muss richtig gut darin gewesen sein, ordentliche Ausrüstung zu finden. Schaffen, Abhilfe. Oh Mann, soll ich nur mal kurz gucken, ob ich nochmal schön reskinnen kann? Indigo, die hab ich gerade. Oh Gott, reiner Schiefer. Banditenentflammung. Ey, die sieht ja cool aus. Warum habe ich jetzt auf einmal so viele Skins zur Auswahl? Ist ja cool. Will auch haben. Na, geh doch mal hier hin. Also ich bin der Meinung, ich habe mehr, als ich letztes Mal hatte, wo ich hier war. Achso, ach, rollt halt nicht. Ja, muss doch schön aussehen, wenn man den Tod entgegentritt. Suppengrün. Ich sehe gut aus. Hast du gesehen, mein Iro? Ja. Ist ja fast wie ein wahren Leben. Nevermore. Oh Mann, ich kann richtig kaputt aussehen, wenn ich möchte. Ja, komm, sehen wir richtig kaputt aus. Oder? Geschmeidig und gewandt. Ach komm, sind wir geschmeidig und gewandt? Ich glaube, das hatte ich sowieso gerade. So, Skills möchte ich nicht nur. Wie siehst du denn jetzt eigentlich genau aus? Oh ja. Das erinnert mich aus den einen Charakter. In irgendeinem Call of Duty-Teil sah der auch mal so aus. Wenn man da gespielt hat, der hat auch so ein lustigen Iro auf.
So. Ja, ich hab noch weiter, oder was? Medium. Ja, ich hab noch über 18 oder so. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Du kannst Schrotflinte ausbauen. Hab ich zum Beispiel noch gar nicht gemacht. Ich auch nicht. Alles andere bei mir ist gelb und die Schrotflinte ist halt irgendwie noch weiß, glaube ich, die Munition. Ich hab's mal gemacht. Ich hab gar nicht geguckt. Das ist, glaube ich, noch das Billigste. Ich habe auch nur 9 Iridium. Na gut, dann lass uns hier gleich zur Tat schreiten, dann haben wir es bald hinter uns. Das ist ein alter Sack hier. Wenn du die Maske abziehst, siehst du, dass er in Wirklichkeit Scooter ist. Ich bin hier bei Claptrap, mit dem müssen wir weiter sprechen. Ja, du bist nicht da, ich bin hier. Ich bin da, ich red mal mit ihm, ja? Na, du hättest vorher noch mit Scooter reden sollen. Oh. Nein, verdammt, zu spät. Triff dich, begib dich in Iridium, bleib grüßt. Aber hat Scooter immer noch das Ding in der Hand? Hat er? Jetzt hat er es ja im Gürtel. Klaue ich ihm, haha. Muha. Ja, bringt aber nichts. Na egal, war glaube ich unwichtig, ob wir die Nebenmission abschließen oder nicht. Dann auf nach Iridium, bleib. Das heißt, wir müssen wieder zu diesem Haus, wo die goldenen Schlüssel drin sind, zurück. Ich muss du eigentlich nicht. Du kannst hier auch irgendwie rumrennen und Faxen machen und tanzen und dich um den Kopf stellen. Interessant, hier kann man durchlaufen. Das muss ja nur einer klicken. Der Talon of Good? Das ist ja auch eine miese Also, hier wieder. Light. Piep, 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 piep. Und da. Zack. Iridium Light. Das Magazin von Bandit-Waffen sind größer als die von jedem anderen Hersteller. Na dann, Feuer frei. Ah! Okay. Meine beiden Schnellfeuer-SMGs sind von Bandit. Das würde erklären, warum die so ein dickes Magazin haben. Dieses Knistern in der Luft, wenn man jemand unbedingt umbringen will. Nein. Um ihn davon abzuhalten, den Krieger zu wecken. Selbst wenn du mich dazu töten musst. Lieber tot als eine alte Jungfer. Rick und ich treffen dich am Heroes Pass. Sieg oder Niederlage. Wir beenden das gemeinsam. Heißt das ja nicht mal Sieg oder Tod? Vielleicht schaffen wir es nicht, Slap. Aber ich möchte, dass du weißt, dass ich eine Menge Spaß hatte. Ah ja. Kommst du da an? Ja, warte, wieso? Ach, du sitzt ja schon da. Ja, ich bin schon lange da, ich lade doch immer schneller als du. Ja. Müssen wir endlich hin. Okay, wir sind da. Nein, sind wir nicht. Oh Gott, wir haben schon wieder beschossen. Das ist... Oh Mann, ich bin doch eigentlich nur wohin. Also ich weiß nicht exakt, wo wir hin müssen. Ich fahre jetzt eigentlich nur mal so ungefähr Richtung des Pfeils, aber... Mhm, merkt man. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ja, wir sind da. Ernsthaft? Ja, es war nicht die längste Reise, ich weiß, aber... Oh Gott, hat das Gewehr einen Zoom. Ey, da hinten ist Claptrap. Oh, hier geht's los? Jetzt bin ich ja mal gespannt, was Claptrap uns zu sagen hat. Hallo. Speicherpunkt. Claptrap? Trifft dich mit Claptrap, ja. Achso. Jetzt geht's, Untertan. Der Tag unserer Rache ist gekommen. Reißen wir diesen Planeten den Arsch auf. Die ganzen Planeten gleich. In 2 Minuten ist die Folge vorbei. Na, hoffentlich, Hyperion wird es bereuen, jemals einen Fuß auf Pandora gesetzt zu haben. Untertan, ich werde diese Tür öffnen, damit ich diesen Bastard Handsome Jack selbst erledigen kann. Das klappt doch wieder nicht, das sehe ich doch. Das geht sowas von schief, das kann nur schief gehen. Du hast meine Freunde getötet. Oder Claptrap, stopp. Oder wir haben gleich einen riesen Claptrap vor Augen. Das wäre witzig. was? Was feuert denn hier? Achso, die Raks? Die Gunloader. Interessant. Naja, ist jetzt nicht so die absolute Bedrohung hier, die. So, wo ist denn Claptrap jetzt hin? Wo ist denn Claptrap jetzt schon wieder hin? Wo hat er sich denn schon wieder versteckt? Ist ja unglaublich, dieser Typ. Mann. Da vorne ist er. Lass mich diese Tür öffnen. Eine Tür? Glaubst du, eine Tür hält mich auf, Jack? Ich bin dafür öffnet. Geschaffen, Türen zu öffnen. Aha, sieht hoch erfolgreich aus, was er da macht. Und öffne die. Zugriff verweigert. Wow. Oh! Ich sagte, und öffne dich! Da kommt wahrscheinlich gleich noch eine rum. Ja. Und schließ ein paar andere Türen. Zusätzliche Einheiten werden eingesetzt. Verdammt. Nein, nicht noch mehr Einheiten absetzen! Naja, haben wir lange gehalten.
Am besten halten sie nicht lange, die Roboter. Ey, der hat das fallen lassen. Ja, also wie... Also wo wir hier in Firestorm waren, waren die Gegner irgendwie stärker, kann ich mich erinnern. Ja. Die sind jetzt irgendwie gerade ein bisschen lächerlich. Ich fahre die Verteidigung runter. Und zwar jetzt. Ja. Zusätzliche Türverteidigung. Geschütze eingesetzt. Geil. Können wir die überhaupt kaputt machen? Die haben so ein schulustiges Schutzschild. Mhm. Boah, sie... Zusätzliche Einheiten werden eingesetzt. Scheiße am Spiel. Da kommen noch mehr. Also sie nehmen einfach nur weniger Schaden. Also drauf schießen kann man. Aua. Und Bodentruppen gibt's ja anscheinend auch noch. Aua! Was ist denn jetzt los hier? Na, ich brauch wie man. Ach, da vorne ist ja einer. Wunderschön. Man kann übrigens Robotern die Gliedmaßen abschießen, hab ich das schon mal gesagt? Ja. Aber Menschen nicht wegen USK und so. Ja, wesiger. Was? Zugriff gewährt? Ey, ich bin Level, jo. Juhu! Ich level auch gleich. Und Kleptrip wunderbar, dass er was gekriegt hat. Ach, die Geschütze sind jetzt von unserer Seite. Verdammt, hätte ich mal das andere nicht ja, kaputt geschossen. Eins, ja. Na, ich mache erstmal einen Cut.